Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin und heute werde ich euch mal ein bisschen was erklären zu dem Yu-Gi-Oh! Term Public Knowledge. Roll the Intro. So, und damit hallo zu Public Knowledge. Was ist das? Wieso ist das wichtig? Und warum hat man das so selten gehört? Für alle, die es nicht wissen, Public Knowledge heißt natürlich in dem Fall Wissen der Zuschauer oder öffentliches Wissen, ist ein Yu-Gi-Oh! Game Term, der relevant ist. Einfach aus dem Grund heraus, weil diese Sachen, die öffentlich zugänglich sind, sind Fragen, die ihr immer abfragen könnt. Das ist für manche Karteneffekte auch wichtig. Wir gehen aber ganz kurz über Public Knowledge drüber. Was ist denn überhaupt alles Public Knowledge? Also Public Knowledge ist einmal die Anzahl von allen möglichen Decks. Das heißt, die Anzahl in eurem Deck, die von eurem Gegner, die Anzahl der Handkarten in beiden Spielershänden, die Anzahl im Side-Deck, das ist wichtig, weil das selten vorkommt, aber die ist auch relevant, je nachdem, wie es nach dem Match aussieht, wenn gezeigt wurde, die Anzahl in eurem Extra-Deck, die Anzahl im Friedhof und die Anzahl der verbannten Karten. Und alle Karten, die öffentlich zu sehen sind. Heißt alle Karten, die vorgezeigt wurden, alle offenen Karten, die ausgespielt sind. Das ist alles Public Knowledge. Und natürlich der Friedhof vom Einspieler. Das ist Public Knowledge. Wenn ihr also eine Karte verdeckt hinlegt, in eure Zauberfallenkartenzone oder verdeckt auf euer Feld, ist das nicht Public Knowledge. Das heißt, die Karte wird erstmal behandelt, als wäre das ein 0 ATK und 0 Death Monster ohne Typ. Genauso wie die Zauber- und Fallenkarte. Wird als Zauber- oder Fallenkarte bewertet und kann nicht spezifiziert werden, weil es eine verdeckte Karte ist. Das gleiche gilt auch für eure Handkarten. Die sind auch nicht Public Knowledge, nur die Anzahl ist das. Das gleiche gilt auch für eure verdeckt verbannten Karten. Die sind auch nicht Public Knowledge. Die Anzahl ja, aber nicht welche Karten das sind. Das gleiche gilt natürlich für euer Deck. Die Anzahl ist Public Knowledge, aber was drin ist natürlich nicht. So, jetzt haben wir einmal geklärt, was das überhaupt ist und was überhaupt dazugehört. Das heißt, alle verdeckten Karten, die ihr ausspielt, gehören nicht dazu. Warum ist das wichtig? Es gibt Karten, die Karten spezifizieren. Das beste Beispiel ist im Endeffekt hier, blendet mal hier ein, Pot of Desires, die 10 eure Karten verdeckt verbannt. Als die Karte rauskam, war halt die Frage, okay, verdeckt verbannt, wie kriege ich die Karten denn wieder zurück? Dadurch, dass die verdeckt verbannten Karten nicht Public Knowledge sind, kann keiner verifizieren, was das für Typen sind. Das heißt, die Karten, die da liegen, gelten weder als Zauberfalle oder Monster, die gelten einfach nur als verdeckt verbannte Karten. Also jetzt eine Karte wie zum Beispiel Burial of Different Dimension, die drei Monster wieder zurück in den Grave hauen kann, kann die verdeckt verbannten Karten nicht targeten, weil die ja nicht als Monster klassifiziert sind. Dafür ist Public Knowledge wichtig, dass ihr sagen könnt, okay, das ist nicht Public Knowledge, ihr könnt die Karte darauf nicht aktivieren. Wenn eine Karte verbannte Karten wieder zurückholen möchte und da steht nicht drauf, was das für eine Karte sein muss, könnt ihr die verdeckt verbannten Karten auch wieder zurück in den Friedhof holen. Wenn die verdeckt verbannten Karten wieder zurück in den Friedhof gehen, werden die wieder aufgedeckt, ne, weil die dann wieder zurückgehen. Jetzt geht es einmal darum, wegen den verdeckt verbannten Zauber- und Fallenkarten. Wenn euer Gegner eine Karte hat, ich habe jetzt kein Beispiel, das aus meinem Kopf. Hier zum Beispiel sagen würde, zerstöre eine Zauberkarte auf dem Feld. Könnt ihr keine verdeckten Karten wählen, weil die verdeckten Karten können ja entweder Zauber oder Fallen sein. Das heißt, ihr könntet sie darauf nicht aktivieren. Wenn ihr jetzt eine Monsterkarte verdeckt liegen habt, zum Beispiel Sanga. Wenn Sanga da liegt und euer Gegner spielt den Stämmeinfizierenden Virus, der aktuell verboten ist, aber der ist ja da. Euer Gegner sagt jetzt zum Beispiel, wirft eine Karte ab und sagt Unterwäldler. Sangan ist ja ein Unterwäldler. Dadurch, dass er aber verdeckt ist, ist das nicht Public Knowledge und somit nicht relevant für den Effekt von der Karte, weil die Karte als Monster ohne Typ behandelt wird, weil sie nicht da ist. Das gleiche gilt auch für Karten wie jetzt zum Beispiel Gozenmage oder Rivalry of the Warlords. Die sagen ja, ihr könnt nur einen Typ kontrollieren. Ihr könnt jetzt der Strukturierung von Public Knowledge, aber trotzdem Karten setzen, weil gesetzte Karten keinen Typ haben.
Das heißt, ihr könnt theoretisch 5 Karten setzen und die 5 verschiedene Typen haben, das wäre egal, weil die nicht Public Knowledge sind. Ein anderer Aspekt, den ich gerade nicht erwähnt habe, was Public Knowledge ist, sind aufgedruckte Sachen auf die Karten. Sei es Karteneffekt, sei es ATK und Depth oder sei es irgendwas anderes. Das ist relevant, weil ihr müsst, wenn euer Gegner euch zu Public Knowledge etwas fragt, immer ehrlich antworten. Ihr könnt nicht sagen, wenn ihr euer Gegner fragt, wie viele Lebenspunkte du hast, ja, also ungefähr 5000, sondern ihr müsst wirklich genau die Antwort geben, die wichtig ist, sonst kann es dafür ein Game Loss geben, weil ihr gelogen habt. Das ist dafür für Public Knowledge ist wichtig. Noch ein netter Nebenaspekt für Public Knowledge ist, wenn ihr eine Karte fertig liegen macht, eine Monsterkarte, die jetzt sagt, die kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Dadurch, dass sie verdeckt liegt, ist der Effekt nicht wirksam. Das heißt, verdeckte Karten sind Monsterkarten ohne Effekte. Das heißt, wenn die von da aus woanders hingeschickt werden, würde der Effekt nicht zum Tragen kommen. Das war es im Endeffekt, was zu Public Knowledge zu wissen ist. Das sind meine Kommentare da, ob ihr was dabei gelernt habt oder ob ihr vielleicht manche Sachen nicht gewusstet habt. Ob ihr manche Sachen nicht gewusst habt. Wenn noch Fragen da sind, lasst es mir auch in den Kommentaren da. Ich beantworte die super gerne. Und würde ich sagen, bis dahin, haut da rein. Ciao.